Ja, da-dum. Das steht bei uns im Vertrag drin. Wir sind da jetzt hier bei Microsoft und die Rechner laufen unter Windows. Dieses da-dum ist extrem wichtig. Ja, das muss am Tag mindestens 50 Mal eingespielt werden, ansonsten bezahlen die uns nicht. Ja. Nein, wir wissen jetzt wirklich Bescheid. Sorry, dass der Systemsound nicht angeschaltet war. Schöne Grüße, André, dem was aufgefallen ist und sich gemeldet hat von der Technik. Die schalten das für morgen auf jeden Fall aus. Das ging nicht darum, dich zu nerven. Ihr hättet jetzt vielleicht die Nicole noch erwartet, aber dadurch, dass wir eine Ecke früher heute sind, kommt sie einfach nicht. Was kann ich noch? Soll ich mich noch über irgendetwas ganz schlimm aufregen? Oder was haben wir denn sonst noch im Angebot? Ich glaube, wir haben heute eine sehr, sehr positive Sendung gehabt. Was mir unheimlich gefallen hat, ist, wir haben heute drei Firmen gesehen und ich glaube, das ist eine gute Message und ein gutes Statement für die Leute da draußen, die sich überlegen, ob sie ein Startup gründen, ob sie selbstständig werden wollen, ob sie eine Firmenidee rausbringen. Wir haben heute drei absolute Musterbeispiele für Firmen gesehen, die gezeigt haben, was möglich ist. Natürlich haben wir diesen Knaller Honor gehabt, ja, die zu den Top 10 mittlerweile der Smartphone-Herstellern gehören. Nach 2,5 Jahren, was ist das denn für ein Wahnsinn? Ja, dann haben wir gehört, was Canary hier macht mit der Raumüberwachung. Ja, über eine Crowdfunding-Kampagne sowas hinzuhauen und mittlerweile in 150 Ländern der Welt zu sein, trotzdem sie auch entsprechenden Wettbewerb haben, natürlich besonders mit Firmen wie Nest, die dann von Google geschluckt werden, übrigens von denen man lustigerweise überhaupt nichts mehr gehört hat, nachdem sie von Google aufverkauft wurden, wo immer wieder gesagt wurde, oh, Time to Market und so weiter, das wird sich ändern und wir können neuere Produkte und so weiter ausprobieren. Gar nichts mehr gekommen, außer von vielen, vielen Problemen mit Nest, von denen wir gehört haben. Und dann natürlich, ganz wichtig, möchte ich nochmal nennen, weil das, was Sven macht, weil wir uns auch so viele Jahre kennen. Wir haben uns zum ersten Mal in Taipei getroffen. Was Service Partner One macht, die hier wirklich einen Service anbieten für kleine Offices, die sich darum kümmern, dass die Sachen gereinigt werden, die Art und Weise, wie mit Reinigungskräften kommuniziert wird, auf einen ganz anderen Level gehoben haben, die sich darum kümmern, dass Verbrauchsgegenstände immer schön da sind. Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz tolle Message, ein ganz, ganz tolles Statement gewesen, was wir heute gesehen haben. Und zwar ein Statement für Unternehmertum und ein Statement dafür, auch mal Risiken einzugehen und was zu wagen und vor allen Dingen nicht zurückzuhalten. Das Allerschlimmste, das habe ich mir immer wieder gesagt, ist, ich das einfach auch mal einige Jahre gemacht habe, ist, wenn du dir nachher vorwirfst, ach, hätte ich doch damals. Dann hast du nämlich so ein Sombrero irgendwann auf und denkst dir nur, so eine Scheiße. Und andere haben die Idee gehabt. Das letzte Mal, dass mir das übrigens passiert ist, war mit Amazon Echo. Weil ich habe mal so ein Ding entwickelt, 3 Jahre bevor der Echo rauskam, das nannte sich The Bulb. Und das hat nichts anderes gemacht eigentlich. Ich habe in Google-Browser hochgebootet und habe dann die Sprachfunktion genommen, um ganz einfach mit dem Gerät zu reden, weil ich immer so an diesen Computer wie bei Enterprise gedacht habe. Der hätte es natürlich wahrscheinlich nicht so bauen können, wie es Amazon nachher gemacht hat. Und von daher hoffe ich auch, dass es Amazon Echo ganz, ganz schnell an den deutschen Markt kommt, weil das ein ganz, ganz tolles Gerät ist. Also, ey, lieber machen, lieber damit auf die Nase fallen, als sich nachher da Vorwürfe zu machen. Letztendlich gibt es nur ein Leben. Und wenn ihr die Chance habt, was richtig Gutes an den Markt zu bringen, über Kickstarter und Indiegogo und wie sie alle heißen, habt ihr heute die Möglichkeit, mit guten Ideen rauszukommen. Ihr müsst nicht zu der Höhle der Löwen mit dem bekloppten Maschmeyer. Da kriege ich einen Anfall. Und wenn ich den Thelen dann neben sehe, kriege ich auch einen Anfall. Darf ich wahrscheinlich alles gerade gar nicht sagen. Das ist nicht mehr ganz so politisch korrekt. Aber ey, geht auf Kickstarter und geht auf Indiegogo und macht euch nicht zum Löffel zum Teil da vorne. Es gibt Möglichkeiten, dass ihr euer Startup finanziert bekommt. Und dass ihr vor allen Dingen für gute Ideen, glaubt es mir, für gute Ideen ist immer genug Platz auf diesem Planeten. Es gibt so viele Leute, die darauf warten, dass ihnen gute Ideen vorgestellt werden. Und es gibt eine riesengroße Masse. Und wenn dann sowas daraus wird, wie mit Canary heute, ja, die
globaler Player geworden sind, ja, mit dieser tollen Idee. Und die kommt aus so einer Crowdfunding-Geschichte. Dann sag ich sogar, guck mal hier, da sag ich Hut ab, gibt's sogar mal Haare heute für. Da lüfte ich das Kapperl für. Und denke mir nur, wow. Und vor allen Dingen, das ist vielleicht auch noch ebenfalls wichtig. Wichtig ist, dass ihr gute Ideen auch supportet und unterstützt. Und das muss nicht immer nur finanziell sein, sondern vielleicht auch dadurch, dass ihr einfach sagt, ey, das gefällt mir gut und dann erzähle ich meinen Freunden, dass es ein richtig gutes Gerät ist. Ne? Dieses Mund-zu-Mund-Marketing, Empfehlungsmarketing, da stehe ich unheimlich drauf, weil ich vertraue natürlich meinen Freunden und Bekannten viel mehr, wenn die ein Produkt oder einen Service getestet haben und den mir empfehlen, als irgendeinem Marketing-Manager oder Produktmanager. In diesem Sinne machen wir den Deckel drauf. Das war der erste Tag von der Tech Lounge 2016 hier von der IFA. Morgen geht es wieder los. Morgen sind wir pünktlich am Start. Glaubt es mir. Um 10 Uhr pickepacke volles Programm. Ich freue mich auf euch. Vielen, vielen Dank an all die, die den ganzen Tag mit uns ausgehalten haben im Chat. Ich sage bis morgen. Schönen Abend noch. Ciao.